So, Freunde, wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Und wir waschen jetzt bunte Wäsche. Und hier wasche ich noch eine Winterjacke von meinem Kind. Und wie ihr sehen könnt, da sind ganz viele ja, Flecken. Und der Seite auch. Also, ja, die tut ja, immer essen, während sie ja, unterwegs ist. Und ja, ganz dreckig und das muss jetzt dann gewaschen werden und das gebe ich jetzt hier rein, genau, mit der Buntwäsche zusammen. Einfach ist es halt jetzt wieder sehr viel, deswegen werde ich jetzt auch mal schauen, ob das jetzt hier so geht mit der ganzen Wäsche. So, aber es ist, wie gesagt, ich habe sehr viel Wäsche, weil ich momentan auch nicht so viel gewaschen habe. Und jetzt einfach alles auf einmal. Aber ich denke, alles passt rein. Ich muss jetzt hier nur schauen, dass ich nichts vergesse. So. So. Gut. Hier ist noch eine Socke. Upsi. So. Und durch diese starken, also wegen diesen starken Flecken, werde ich Waschpulver benutzen. Ich habe leider kein Sensitivpulver, deswegen benutze ich jetzt einfach Waschkönig. Das ist hier noch, ich habe hier noch einen Rest vom Waschkönig, also schon noch etwas. Und ich gebe jetzt einfach so, ich sag jetzt mal, ja, so eine volle Kappe einfach rein. Das wird dann, denke ich mal, reichen. Gibt mir noch ein bisschen. Ja, nicht so viel, also ganz wenig, seht ihr ja. Gebe ich jetzt einfach hier rein. Mit Ziel einfach zusammen. Und ja, ich werde jetzt auch kurz mehr Wasser nehmen. Wasser plus spülen. Genau, damit die Waschmaschine ein bisschen mehr Wasser hat. Und dass das Waschmittel nicht so an der Wäsche klebt. Genau. Und als Weichspüler habe ich hier Softlan, weich und mild. Davon tue ich jetzt auch nur wenig rein. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob das mit der Jacke geht, aber ich denke schon. Das machen wir jetzt hier einfach mal zu. Weichspüler kommt danach, weil, wie gesagt, ich kann aber das Ziel noch reinmachen. Mein Ziel ist aber übrigens schon fast leer. Also da ist echt wenig drin noch, seht ihr das? Ja. Tue ich dazugeben. Einfach so. Also ich habe schon öfters mit Waschkönig gewaschen und ich finde das sehr gut sogar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das kostet. Ich denke auch nicht so teuer. Aber es ist wirklich gut und ich bin eigentlich zufrieden. Aber da ich es nicht im Laden bei mir habe, werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen. Weil ich habe im Laden halt genug ja, Auswahl. Und da will ich jetzt nichts bestellen. Aber wenn ihr es bei euch habt, Waschkönig, ich kann es euch empfehlen, es ist sehr gut und es riecht auch sehr gut. Ja. Ich empfehle euch auch, wenn ihr sehr viele Flecken habt, so wie ich jetzt hier in dieser Wäsche, versucht es mit Waschpulver eher zu waschen als mit Flüssigwaschmittel, weil Waschpulver kriegt die Flecken eher weg und besser weg als jetzt Flüssigwaschmittel. Und deswegen würde ich es euch empfehlen, aber wie ihr wollt. Also ihr könnt auch mit Flüssigwaschmittel gute Ergebnisse erreichen, aber ja, ist halt nur meine Meinung, also meine Sicht, dass Waschpulver
die Flecken besser wegbekommt. Aber Flüssigwaschmittel hat auch seine guten Zwecke. Also ich finde zum Beispiel Flüssigwaschmittel duftet besser. Also die Wäsche riecht intensiver als mit Waschpulver. Wobei mit Waschpulver riecht die Wäsche halt so frisch gewaschen. Und mit Flüssigwaschmittel riecht sie halt auch noch nach Duft. Ja, weil da sind ja Düfte drin und so weiter. Und deswegen, ja, beide plus minus. So, die hat jetzt ganzes Wasser gegeben. Und wir gehen jetzt einfach hier auf, wie gesagt, Baumwolle. Ich liebe dieses Programm. Es tut mir jetzt auch echt leid, dass ihr immer nur Baumwolle bei mir sieht. Aber ich finde dieses Programm, das wäscht super. Und es wäscht nicht zu lang und nicht zu kurz. Und das passt einfach für die Wäsche an sich. Ich kriege die ganzen Flecken weg und das passt dann für mich. Deswegen benutze ich dieses Programm sehr gerne. Da gibt es ja natürlich auch andere, aber die benutze ich jetzt nicht so oft. Also zum Beispiel für Schwarzwäsche benutze ich immer Schnellmix. Genau. Und für Bunt, ab und zu benutze ich auch Pflegeleicht, aber ansonsten immer Baumwolle. Eco 4060 kann man natürlich auch benutzen, aber das wäscht halt sehr lang. Da würde ich empfehlen, wenn ihr Wäsche habt, die ja diese Zeit braucht, dann benutzt dieses Programm. Aber ich finde, das für mich passt einfach Baumwolle immer. So, also allerdings ist das jetzt wirklich sehr wenig Wasser, aber die Wäsche ist komplett nass, das hört man auch. Aber ich tue jetzt ein bisschen mehr rein, weil ich besser, also ich mag ein bisschen mehr Wasser drinnen. Da ist es nicht mal runtergegangen. Okay. Nehmen wir jetzt hier das mal, dass das hier weg wird, aber. Nee. Warum geht es jetzt in einen Stück runter? So, wenn ihr auch jetzt hier oben zum Beispiel diese Waschpulverklumpen habt und die Maschine merkt, kein Wasser mehr gibt, dann nimmt einfach so einen Becher, nimmt es mit heißem Wasser und kippt es dann rein, weil heiß löst besser auf, anstatt mit kalt, und dann bekommt ihr diese Klumpen, also dann verstopft es auch nicht. Also ich benutze das immer mit heißem Wasser dann. Und also ich nehme halt immer ein heißes Wasser, dass das auch gut runtergeht und sich gut auflöst. Ich nehme noch vielleicht zweimal Wasser, noch 2 Liter. Das reicht schon. Und jetzt
tue ich den Weichspüler rein. Gebe ich jetzt einfach hier etwas rein. Ich mache es jetzt nicht mit der Kappe. So, also es ist nicht ganz voll. Das reicht dann auch. Die Maschine wird eh gleich mehr Wasser geben, aber wie ihr sehen könnt, ist sie gut nass. Und ja. Und wie gesagt, ich verkürze ja immer das Programm, also 1 Stunde 34. Und wenn die Maschine jetzt so voll ist, dann verlängert sie das Programm automatisch. Genau, das, also wenn die Maschine so voll ist, dann läuft die etwas länger. Das habe ich schon gemerkt. Und Serkan, der hat mich das jetzt auch in einem Kommentar gefragt und genau, da habe ich es ihm auch geschrieben, weil er hat die Serie 6 und er hat gefragt, ob es bei mir auch so ist, dass sich das Programm halt automatisch verlängert und ja, das, bei mir ist es auch so. Also die Maschinen sind sehr intelligent, die neuesten Maschinen, was ich auch gut finde und ja. Ja, die Maschine wird bestimmt bald Wasser geben. Thank you.
So, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, hier habe ich Waschkönig benutzt, dann Seal und Soft, dann weich und mild. Und ja, ich finde, die Kombination passt perfekt. Und jetzt kommt Wasser. Wie erwartet schon. Hab schon geahnt. Und ja. Warten wir kurz. Ich weiß gar nicht, eigentlich nach diesem Wasser kommt immer so ein Spinwash. Aber wie ihr sehen könnt, dreht die sich jetzt schneller. Jetzt fängt sie langsam an mit dem Heizen. Das hört man. So, na gut. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.